Betrieb. Wasserpunkt, Öko-Toiletten. Ganz da hinten ist dann der Start und das Frühstück. Wie immer Kuchen mit irgendwelchen Getränken. Geht noch ziemlich eng zu. Wobei an gepflegten Golfanlagen. Und hinter mir die Leute. Und dann ist er der anderen Ort. Was? Kilometer 10. Dann 19,8, gleich 20. Die erste Versorgung kann nicht mehr weit sein und ich nähere mich zum dritten Mal von der anderen Seite an. Laute Musik vom Empfang. Erste Versorgung. Premier Manger. Ja, Schlamm. In diesem Jahr alles sandig. Staub. Es ist sehr warm. Krasser Gegensatz. Thank you.
Kleiner Zwischenbericht. Kilometer 39,5. Und da unten nach da oben. Kriegt man auch 1500 Höhenmeter zusammen. Marathon et perdu, der Marathon ist geschafft und es geht wieder mal Stöckelberg hoch. Aber jetzt müsste es gleich Wasser geben bei Kilometer 44. Kurz vor dem verlösenden Wasser. Jetzt gibt es aber erst irgendwo oben wieder. Auf so einer Plattform. Da hinten wahrscheinlich. Genau hinter der Kirche da. Da hinten gab es gerade Wasser. Da ist die Kirche und da links ist der Eiffelturm, wo wir noch hin müssen. Und das ist erstmal ein Schlosspark. Ein Meudon, glaube ich. Kilometer 55. Wir verlassen den Punkt nach 3 Bechern Cola und einem Stück Kuchen. Gleich gegenüber ein Friedhof, ein schellender Böses dabei liegt. Gleich strahlt er uns an, der Schweinehund. Wir sind unterwegs, noch 11 Kilometer circa. Das ist der Versorgungspunkt in Kilometer 67. Lampen sind natürlich jetzt Pflicht. Also, auf geht's. Es geht immer näher rein. In einer Stunde noch 2,5 Kilometer bis zum Ziel. Das Ziel ist nicht der Eiffelturm. Und das auch noch zum Ende. Das liebt man doch. Bestimmt, weil wir nicht mehr auf dem Eiffelturm dürfen. Oh, noch eine Stufe. Une vingtaine de minutes, il va rester 3 heures
Die Duschhalle bzw. Sporthalle mit Dusche. Die Dusche habe ich mal lieber nicht gefilmt, to be honest. Muss man leider so in Serpentinen raufgehen. Und da ist Monsieur le Camarade Eiffelturm. Und so schaut es im Zelt danach aus. Essen, trinken, treffen, ausruhen.